In Mission 6 haben die Autoren bei Blue Byte mal wieder gemerkt, dass es bisher zu reibungslos lief, trotz Manacopter. Damit die Kampagne nicht zu schnell vorbei ist, muss also wieder der Idiotenball her, und dieses Mal wurden sowohl die Mayas als auch die Wikinger auserkoren, um ihn zu halten, also müssen wir uns beiden stellen. Klingt erstmal schwierig, aber eins nach dem anderen. Im Osten befinden sich die Römer, welche außer uns die einzigen sind, die nicht den Verstand verloren haben. Erwartet aber keine Hilfe von ihnen, denn seht einfach selbst. Theoretisch könntet ihr später das ganze Gebiet der Römer beanspruchen, aber das ist den Aufwand nicht wirklich wert. Und die rumliegenden Rohstoffe können wir uns auch nicht mit Dieben holen, weil sie einem Verbündeten gehören. Was die Wikinger und Mayas angeht, stellen sie nur wegen ihrer Staatssoldaten eine Bedrohung dar. Die Wikinger hätten das Potenzial, ein echtes Problem zu sein, wenn sie Zugang zu Eisen hätten. Ohne wissen sie aber nicht so wirklich, was sie mit sich anfangen sollen. Was die Mayas angeht, haben sie großzügige Vorgaben und Zugang zu allen nötigen Rohstoffen, aber ihre freien Siedler kann ich an einer Hand abzählen und von Häusern haben sie offenbar auch noch nicht gehört. Noch dazu wird das dunkle Volk im Laufe der Zeit in ihre Richtung expandieren und sie mit genug Zeit für euch vernichten. Ergebnis ist, dass beide Gegner keinen einzigen neuen Soldaten hervorbringen werden. Wo wir schon vom dunklen Volk sprechen, die Karte erweckt zwar den Eindruck, dass es nur 4 Spieler gibt, aber es sind eigentlich 6. Der südöstliche Teil der Karte wird von 2 dunklen Tempeln regiert, von denen einer sogar eine Manacopter-Manufaktur besitzt. Das dunkle Volk ist aber passiv und stellt keine echte Bedrohung dar. Im Gegenteil, es hilft euch sogar. Beachtet aber, dass das dunkle Volk trotzdem expandiert, Grenzgefechte werden also theoretisch möglich. Kohle und Eisen findet ihr im Berg südwestlich eurer Startposition. Im nordöstlichen Berg findet ihr zusätzliche Kohle, Stein und genug Gold für 2 Minen, eine produziert meiner Erfahrung nach zu wenig. Im südöstlichen Gebirge findet ihr diese Rohstoffe ebenfalls, Gold sogar in weit größeren Mengen, aber es wird länger dauern, bis ihr so weit kommt. In meinem Run waren diese Rohstoffe nicht erforderlich. Außerdem gibt es in der nordöstlichen Ecke der Karte theoretisch Platz für einen S-Turm. Der läge zwar auf der gleichen Insel, aber jeder Angriffstrupp müsste sich durch einen dunklen Tempel und hunderte Krieger des dunklen Volkes kämpfen, um dorthin zu gelangen. Wählt aber lieber den hinteren Standort, wenn ihr euch auf so einen Turm verlassen wollt, und baut trotzdem eine echte Verteidigung auf, sobald ihr etabliert seid, damit euch die Expansion des dunklen Volkes nicht plötzlich überrascht. Die Wikinger und Mayas sind wie gesagt nur aufgrund ihrer Staatssoldaten bedrohlich, aber die haben es in sich, da es sich um Level 3er handelt. Im Skript ist keine Angriffseinstellung oder Verzögerung für sie festgelegt, ich wurde nach etwa 50 Minuten angegriffen. Eine Verteidigungsstellung aus 3 großen Türmen zusammen mit einigen Level 3 Soldaten sollte aber alle Angriffe abwehren können. Bedenkt auch, dass Rucksackkatapultisten kurzen Prozess mit Schwert- und Axtkämpfern machen. Sobald ihr die eliminiert habt, könnt sich eure Truppen hinter die Türme zurückziehen. Nach jeweils 2 oder 3 Angriffen sollten beide Gegner handlungsunfähig sein. Konzentriert euch zunächst auf die Wikinger. Bis ihr mit denen fertig seid, sollte das dunkle Volk die Mayas für euch noch etwas dezimiert haben. Sobald beide besiegt sind, heißt es Halbzeit für die Turianer-Kampagne. Ich verstehe nur nicht, ob diese Karte bewusst so kaputt sein soll oder ob sie einfach nicht fertig ist. Die Tipps suggerieren, dass man eigentlich mit Fähren die Verteidigung der Gegner umgehen sollte, aber das ist völlig überflüssig. Aber bevor wir weitermachen, möchte ich versuchen, noch ein paar Dinge über Manacopter herauszufinden. Wenn mir das gelingt, könnte die zweite Hälfte etwas weniger nervig werden. Das Kinderzimmer ist sauber. Da sind 2 dunkle Tempel direkt neben eurer Siedlung. Entweder bist du blind auf beiden Augen oder nur einfach blöd. Es ist Obst im Haus.